Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Doom 3. Hier wieder angekommen. Sehr schön, hier gibt's Leben. 213. Erstmal, na komm. Auffrischen. Wir hatten ja gerade noch was gefunden. Von wegen hier. Ich probiere einfach mal die 371. Ha, sehr schön. Gut, hätten wir das. Gespeichert. Was? Wo? Wo bist du denn jetzt gespawnt? Mhm. Interessant. Okay, scheinbar gehen die Viecher jetzt, oder... Ja, jetzt müssen wir hier schon wieder so dem Ding nach. Da ist einer. Ballern wir einfach mal ins Blaue hinein. Verlieren wieder jede Menge Leben. Und ich warte hier jetzt einfach mal auf das nächste Ding. Wohl so ein bisschen vorgehen können wir ja schon, oder? Moment. Erstmal. Das blockiert doch hier nachher bestimmt wieder, oder? Das kam von da. Tschüss. Ist echt etwas unpraktisch, wenn man hier gar nichts sieht. Jawohl, war klar, dass das blockiert. Na komm, dann schießen wir das Ding mal weg. Die hat's wohl zerlegt, die Kollegen. Hier kommt doch bestimmt noch was, oder? Warten wir mal kurz ab. Nee? Okay, es hat uns jetzt mehr oder weniger sicher hier durchgebracht. War dann wohl nur eine kleinere Sache. Okay. Oder ein kleinerer Abschnitt. Dann sammeln wir noch einmal das Zeug hier auf, das uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird. Ja, ich glaube, darunter springen lohnt sich nicht. Dann kommen wir jetzt doch noch weiter. Ha, ich bin schneller als du. So, hier ist ja sonst nichts mehr. Nee. Okay, speichern. Mal wieder die Shotgun rausnehmen. Wer weiß, was sich hinter dieser Tür befindet. Gibt's doch nicht. Also, was zum Teufel ist denn gerade mit mir los? Ich bin so scheiß unaufmerksam gerade, das ist nicht mehr feierlich. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Da waren wir ja schon mal. Hier haben wir noch eine Videodisc. Da waren wir, ich glaube, vor einer Folge mal gewesen. Haben da mal hier reingeschaut. Jetzt sind wir dann zum Glück hier angekommen. Was haben wir hier? Eine Tür, die wir öffnen können? Hm. Durchgeladen ist die Waffe immerhin. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Da sind jetzt die ganzen Dinger. Also stimmt, da hinten waren jetzt die, ja, diese ganzen Stasiszellen. Wir haben einen Lift, den wir direkt mal benutzen. Einen umgekippten Mülleimer und ein weiteres Stockwerk. Und dich. So, Lebensenergie. Ja, es reicht jetzt hier mal langsam. Also ich glaube, das lade ich jetzt doch nochmal neu. Also das war jetzt... absolut... Meine Güte, ich... Weiß auch... Wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich heute so schlecht hier bin.
irgendwie, das muss, also, ja klar, ich bin halt extrem aus der Übung. Ich glaube, ich darf da einfach keine zu langen Pausen machen. Sonst muss ich mich immer erst wieder reinfinden und wie das aussieht, habt ihr ja mitgekriegt. Der hat noch nicht mal irgendwas versteckt für uns. Hm. Das sieht allerdings interessant aus. Located in a geographic region where UAC researchers have unearthed evidence of a long-lost civilization. We know nothing of this civilization other than they existed, and that they were all wiped out in some type of cataclysmic event, according to what we've been able to decode from stone tablets found throughout the ruins. What clues we have been able to piece together reveal a culturally advanced society whose technology can only be described as mystic. As evidenced by U1's strange characteristics. Efforts to further examine U1 have been futile. Mass spectrometer and radiation scanning methods have failed to provide reliable identification of the molecular makeup of this artifact. The object cannot be weighed, and in all tests, we've been unable to determine its mass. All attempts to physically manipulate or open the artifact have been met with no success. We also have had no success in deciphering the symbols adorning U1. What we do know is that the thermographic readings are constant, unwavering temperature of 98.8 degrees Fahrenheit. Our research continues, and we hope that with continued investment and research, we can, one day soon, learn to exploit the technologies that make up U1. Okay, da haben wir noch bisschen was an... Ja, die haben ja wohl irgendwas gefunden. Irgendein Objekt. Da jetzt nichts drin ist, wird das, glaube ich, nicht viel bringen, oder? Ja. Ha, Lebensenergie. Lebensenergie. So, sehr schön. Immerhin. Noch eine Videodisk. Ich glaube, die haben wir aber schon. Oder das wird wahrscheinlich die da oben sein. Genau. Die beiden kennen wir ja schon. Ja. Bla bla bla. Oh, Nummer 666. 372, ist das der richtige Code dafür? Wäre nett, wenn den jemand hingehängt hat. Oh. Wie assig ist das denn? Da wollte wohl jemand, dass wir das aufmachen. Aber immerhin gibt's Rüstung. Ich habe vergessen, hier meine Räusper-Taste mir wieder, oder das Räusper-Programm anzumachen. Deswegen kann ich mich gerade leider nicht muten. Für die nächste Folge. Hallo? Oh. Hallo, indeed. Ich glaube, ich gehe doch mal wieder auf die Shotgun. Ah, ich glaube, das war die, den wir von hier unten erledigt hatten. Da läuft auch schon wieder einer rum. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Wo? Ich kriege hier sogar echt nicht mehr mit, wo die Leute herkommen. Hm. Die brauchen auch sogar zwei Schuss mit der Schrotflinte. Was haben wir denn hier drin? Elizabeth McNeil. Neues PDA. Ich
glaube, sonst können wir ja nichts mehr machen, oder? Nee. Wahrscheinlich hat die mal wieder eine Audio-Nachricht. Immer noch nicht. Schon lang keine Audio-Nachricht mehr. Okay, hier gibt es noch irgendeinen Report, wer sich den durchlesen will. Hier was Neues. Ja, neue... Level 3. Okay, zumindest mal neue Codes gekriegt. Hoffen wir mal, dass wir die auch benutzen können. Dafür zum Beispiel. Hier hat man noch eine Storage-Nummer. Ah ja, gut, okay. Storage, das war dann... 725. 7? 2, 5. Jawohl. Gut, das sieht auch nicht schlecht aus, was wir hier so rumfliegen haben. Ha, Leben. So, aufgefüllt. Und hier haben wir jetzt wieder so ein... so ein Martian Buddy Ding. Hm. Wer war denn das mit den... hier. The friends shipping received. Can you go online and see if you can find the code? Können wir irgendwie mit dem PDA online gehen? Ich glaube ja nicht. Hier Baklava MartianBuddy.com. Hm. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schaue mal gerade online, ob es die Seite wirklich gibt. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Code versteckt. Wäre eigentlich ganz lustig. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und das Lustige ist, die Seite gab es wirklich mal. Ich habe mal gerade nachgeschaut, also eine Runde rumgegoogelt und wie ihr da seht, noch so eine Backup-Version gefunden. Ich glaube bei Wikipedia, glaube ich sogar irgendwo, keine Ahnung. Also über irgendwelche Verlinkungen bin ich dann drauf gestoßen. Die sah da wohl wirklich mal so aus. Und ganz unten sehen wir ja hier den Code 0508. Und ich bin mal gespannt, ob das der richtige ist. Und dann werde ich den jetzt mal gleich im Spiel ausprobieren und gucken, ob er funktioniert. Die Stunde der Wahrheit. So, 0508. Cool. Das ist mal eine schöne Sache. So, da haben wir noch ein paar BFG-Zellen. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles rausgesucht. Und... genug Zeug erstmal. Weiter würde es dann hier in den Level 3 Access gehen. Naja, gut. Speichern. Ne, ich wollte mir erst nochmal gucken, angucken, was für einen Code wir dafür brauchen. Da. 463. 463. Access ist offen. Ist wieder so ein Spawner, der kann also doch angreifen. Ach, der macht mir hier die ganze Zeit so zu schaffen. Was? Das versuchen wir doch nochmal etwas besser. So, jetzt weiß ich ja, was da auf mich zukommt. Dass ich vielleicht nicht unbedingt im Feuer hätte stehen bleiben sollen. So, Spawn. Der hat echt ordentliche Angriffe, wenn ich das mal so sagen darf. So.
Ja, wenn man weiß, was auf einen zukommt, ist es doch wesentlich einfacher. Aufzug, das sieht mir nach einem neuen Level aus. Klick. Level 3 schon. Immer tiefer. Das scheint jetzt hier wohl die Serverräume zu sein. So vom Aussehen her. Da geht die Tür auf. Ah, da haben wir also, glaube ich, Betruger gesehen, wenn mich nicht alles täuscht, und mit zwei von seinen Wachen. So, schön sterben. Du darfst auch mal herkommen und sterben. Nimmt dir gar kein Ende mehr hier. Da, guck mal, können wir auch. Die Normalsoldaten haben jetzt auch wieder eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Gut, weg. Muni. Schön. Hier wäre noch eine Security Station. Nicht die Brücke zerstören. Haben sie wohl durchgezogen, die Schweine. Ich traue der Sache hier nicht. Da kommen wir her. Da gibt's Leben. Okay. Das können wir natürlich auch gleich nutzen, das Leben. Okay, jetzt können wir hier weiter. Finde ich schön. Wupp. Schon wieder irgendjemand, der hier Hilfe möchte. Okay, die Brücke ist wirklich durch. Unangenehm. Okay, wahrscheinlich vom Klo. Au. Na komm, um die Ecke. Wieso stirbst du denn eigentlich nicht? Was hier wieder an Leben drauf geht und die Schrotflinte ist extrem langsam gerade und macht, weiß nicht, ich habe wahrscheinlich echt extrem daneben geschossen. Das heißt extrem langsam gerade, die ist halt immer so langsam, nur jetzt hat sich's halt mal ausgewirkt. Immerhin gibt's auch noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Wahrscheinlich genau das, was wir jetzt gerade hier verballert haben. Ah. Das laden wir aber auch direkt wieder auf. Hier ist jetzt zum Glück das Ding direkt um die Ecke gewesen. Okay, ich müsste, glaube ich, doch mal wieder die Waffe wechseln. Wow. Der ist weg. Ach, ihr könnt auch mal drauf gehen. Dankeschön. Ballert da jemand durch? Frechheit. Nee, der ballert da hinten. Waffe ist natürlich nicht nachgeladen. So, gibt neuen PDA, Muni und so weiter und so fort. Ich glaube, da hätte ich doch ganz gut mit dem mit der Chaingun durchrennen können. Beziehungsweise hinstellen, einmal durchballern. Wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Wo wir schon mal dabei sind. Dann machen wir das auch gerade. Ha, Leben, wie schön. Also in den letzten Folgen habe ich mich hier echt nicht mit Ruhm bekleckert, was die Spielweise hier angeht. So. Aber das soll es dann mal fürs Erste gewesen sein.
Wir schauen noch mal gerade in den PDA. Nehmen das Zeug hier noch mit. Von Frank. Der hat sogar einen Audiolog. Das hören wir uns aber beim nächsten Mal an. Wer will, kann sich das hier noch mal durchlesen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.